schönen guten Abend in dieser besinnlichen Adventszeit. Ich freue mich, dass ich heute mit dir, Gerard, zusammen... Hallo, erstmal. Ich bin Gerard Huber. Und es ist schön, wir haben uns erst vor kurzem das erste Mal gesehen, uns getroffen, und ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam hier zusammenkommen. Ich freue mich auch. Sehr. Bevor wir uns mit deinen Fragen auseinandersetzen, möchte ich noch etwas von Gerard erzählen. Gerard Huber sorgte bei den Gesundheits- und Sportwochen 2018 und 2019 für die emotionalsten Momente. Der 27-jährige, aufgeschlossene Rollstuhlfahrer hat die besonderen Antennen zu den Menschen, die man an keiner Schule der Welt lernen kann. Gerard hat von Geburt an Sauerstoffmangel und bei ihm wurde eine Tetraspastik diagnostiziert. All das hindert ihn nicht, sich als Gentleman und fröhlichen Menschen zu bezeichnen. Auf seine ganz besondere Art und Weise wird er die Besucher eines jeden Abends, auch dieses Adventsabends, begrüßen und willkommen heißen. Und jetzt nochmal, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich halt auch sehr, in dem tollen, tollen Motel hier zu sein. Eine sehr tolle Atmosphäre hier. Sehr weihnachtlich und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier. Das ist sehr schön. Und da zu sein. Ja. Wie stimmst du dich immer so auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit ein? Also ich kaufe immer, also ich gehe immer viel eigentlich auf Weihnachtsmärkte, aber Daher jetzt durch Corona geht es ja jetzt nicht so, aber eigentlich ziemlich durch die Lebenshilfe und so gehe ich da immer, so ab und zu immer auf Weihnachtsmärkte und ich kaufe Geschenke für meine Family, Freunde. Mhm. Ja. Ja, und Weihnachtsmusik. Hast du dich schon eingestimmt? Kommt noch, aber jetzt. Also Schritt für Schritt kommt da die Weihnachtszeit und ja, ich freue mich schön drauf. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du warst die letzten Jahre immer auf Weihnachtsmärkten unterwegs und das ging jetzt dieses Jahr nicht. Was hast du für dich als besondere Alternative dir vielleicht überlegt? Also wo ich mich gerade beschäftige, also ich beschäftige mich viel mit so eigenen Videos drehen. Mhm. Gerade im Januar, also am 9. Januar, mache ich so meinen eigenen Videotagebuch, mein eigenes Videotagebuch, wo dann einfach gezeigt wird, oder wo ich zeige, wie sieht mein Leben aus, wie gestalte ich mein Leben, wie ich einfach mein Leben gestalte, wie ich einkaufen gehe, wie ich im Alltag bin, wie ich mit meinen Freunden umgehe, um den Mitmenschen einfach zu zeigen, dass ich auch ein Mensch bin und einfach auch, dass wir einfach auch die Barriere abbauen können, weil viele von unseren Mitmenschen haben einfach noch zu viel Berührungsängste, Angst oder sonstige Sachen. Ja. Und ich möchte damit einfach so einen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Also du siehst dich sozusagen schon auch als Brückenbauer für die Menschen. Und das finde ich sehr schön, dass du da auch in deinem neuen Videoblog dann auch die Menschen mitnimmst. Ja, und da tue ich mich gerade ein bisschen vorbereiten. So. Ja. Das ist ja auch was Besonderes, auch für dich. Und welche Menschen helfen dir in Situationen am meisten? Wer stärkt dir da den Rücken? Also meine Familie, meine Freunde, ja, die sind am wichtigsten da. Ja. Ja, so. Familie und Freunde sind die eigentlich am wichtigsten. Gerade auch in der Weihnachtszeit sind die, besuche sie ja auch ziemlich oft. Mhm.
Das ist mir auch sehr wichtig, dass das auch der Kontakt einfach da ist. Ja, sehr schön. Und gibt es noch irgendwas, wo du dir vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung in deinem Alltag wünschen würdest? Oder sagst du, es ist jetzt im Moment so richtig gut für dich? Also ich sag mal, eine Steigerung gibt es immer. Was wäre das, wenn du dir das wünschen dürftest? Weihnachten ist ja auch die Zeit des sich Wünschens. Dass ich vielleicht, wenn ich irgendwelche oder dass ich vielleicht irgendwie mehr erreichen kann, zum Beispiel alleine irgendwo mit der U-Bahn oder so. Hast du freien Raum oder einfach deinen Radius auch erweitern? Aber da bin ich gut dran mit meinen Freunden, weil die auch da dran arbeiten, mit mir dabei sind und mich auch dabei unterstützen. Bei vielen Dingen. Ja. Und was ist so diese besondere Dankbarkeit, die du für dich wenn du schon da hoch hast und spürst? Das ist schön, wir haben uns. Ich sage das viel, als ich zeig den Leuten auch Dankbarkeit, indem ich das sage, formuliere oder einfach sage. Zeit ist für mich, Zeit ist die wichtiger. Also Zeit ist elementar wichtig, mit meinen Freunden da Zeit zu verbringen und einfach, dass sie da sind. Für die emotionalen Momente. Der 27-jährige, aufgeschlossene. Ich finde einfach, das ist mir wichtig. Zu den Menschen, das soll, die man an keiner Schule der Welt lernt. Auch gerade in der Weihnachtszeit ist das einfach wichtig, dass man zusammen ist. Und ja. Und schön, die Zeit einfach gemeinsam mit der Familie und den Menschen, die dir auch wichtig sind, gemeinsam zu verbringen, dass das auch eine schöne, besinnliche Zeit auch wird. Gerade in der Zeit, wie jetzt Corona, geht es zwar nicht so, aber ich versuche immer meine Freundschaften so ein bisschen aufrechtzuerhalten und gucken, wie das alles funktioniert. Es gibt dann soziale Medien, da mache ich auch sehr viel. Skype und Pipapo. Ich bin also ein sehr aktiver Mensch. Ja, das ist schön. Und wenn du merkst, dass das dir einfach auch gut tut und dir Kraft und Stärke gibt, dann ist es schön, dass du gut für dich sorgst. Und schön, ich wünsche dir und allen anderen eine wunderschöne Adventszeit, besinnliche Momente und lasst euch inspirieren von Gerard. Alles Liebe.